Hallo meine Lieben, ich habe heute ein tolles Apfelkuchenrezept für euch. Warum jetzt ein Apfelkuchenrezept? Ich weiß, ihr liebt ihn. Und das ist einfach jetzt so eine Rückmeldung, die einfach zu allem eigentlich, was mit Apfel ist, kriegt man von euch super mega tolle Rückmeldungen. Danke dafür übrigens. Und darum habe ich mir gedacht, ich würde es jetzt für euch verfilmen. Und zwar ist es ein Apfel-Vanille-Pudding-Kuchen. Ja, vielleicht wisst ihr, ich habe ab und an schon in der Vergangenheit bei Rezepten ein bisschen Maisstärke eingebaut in einen Teig mit, also Biskuitteig zum Beispiel, weil er einfach nur mal für ein bisschen Fluffigkeit sorgt. Das Ganze mache ich jetzt in diesem Rezept, und zwar indem ich eben Vanillepuddingpulver verwende. Das heißt, wir machen zum einen, bringen wir dieses Vanillearoma rein, zum anderen machen wir einen Teig fluffig. Und das möchte ich euch jetzt zeigen, wie einfach das funktioniert, und das ist ein super mega leckeres Rezept. Wichtig ist, dass ihr bitte schaut, dass die Zutaten Zimmertemperatur haben. Sollte euch aber mal der Teig ein bisschen so gerinnen, das kennt ihr bestimmt, nach dem Eierbutter aufschlagen, ist das kein Thema, nicht verzagen, Claudia fragen. Einfach das Mehl dazu und durchrühren, das tut dem Teig nichts. Es schaut zwar manchmal nicht schön aus, aber einfach nur vorab, damit ihr wisst, sollte euch das passieren, einfach wie aufstehen, Krone richten, weitermachen. So, Rühraufsatz einsetzen. Und zwar 5 vor 12. Schaut euch da gern das Video zum Mastermesser an. Und verratet mir doch in den Kommentaren euer Lieblingsapfelkuchenrezept. Weil es so viele davon gibt und ihr einfach Apfelkuchen in jeder Variante essen könnte, kann, immer und überall. Und ich weiß, ihr auch. Und drum teilt doch das. Und wenn ihr wollt, vielleicht verfilme ich das ein oder andere davon. Wenn ihr mir die Zustimmung gibt es einfach unten rein damit, oder ihr schickt es mir E-Mail mit dem Rezept. Aber lasst mir unbedingt einen Kommentar da zu meinem Apfelküchlein. So, jetzt kommt die Butter, die wirklich weich sein muss, weil sonst haut sich den Rühraufsatz raus. Die kommt jetzt in den Mixtopf. Dazu kommt Zucker, Vanillezucker und Salz. Wir sind jetzt gerade so aktuell in dieser Phase vom Winterfit machen. Den Garten, alles rund ums Haus und überlegen gerade so, wann fangen wir mit dem Trampolin an, lassen wir es stehen, und es ist schon mal einmal eins im Winter leider kaputt gegangen, weil wir doch Schneemengen haben. Ziemliche. Das ist manch einer so nicht gewohnt, aber wir haben wirklich viel Schnee. Und ja, da brauchen wir eigentlich tatsächlich immer irgendwie ein bisschen was, was uns Kraft gibt zwischendurch, weil wir sind oft echt so ab am späten Nachmittag bis zum Schlafenlegen zwischendurch schmeiße ich nur irgendwas zum Essen rein, am Abend dann Kids niederlegen, oft in die Badewanne nur zack, 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 oder Wochenende der ganze Tag irgendwie so im Garten und machen und da. Und da brauchen wir einfach echt solche Dinge, und ja, da eignen sich solche leckeren Kuchen einfach immer wieder. Und man, wer isst nicht gerne Kuchen? Jeder, der das behauptet, lügt sich, glaube ich, selbst an. Obwohl es vielleicht sogar wirklich jemanden gibt, der Kuchen einfach nicht mag. Aber, na, kann man es nicht vorstellen. Aber, wer weiß. So, das Ganze wird jetzt für 8 Minuten mit dem Rühraufsatz, den habt ihr eingesetzt, gell? Und zwar 8 Minuten... Auf Stufe 3,5 wird es wirklich so schön cremig aufgeschlagen. So, jetzt haben wir eine schöne weiße Masse da drinnen. Okay, wichtig ist, dass ihr seht, man sieht so, dass der Zucker eben, den sieht man nicht mehr. So muss man sagen, der soll sich richtig schön beim Aufschlagen auflösen können. Jetzt geben wir unser, fast schon falsch, die Vanillepaste mit dazu. Das ist einfach für mich auch was, was voll wichtig ist. Vanille macht so einen guten Geschmack. Ich liebe es. Und vor allem im Kuchen, im Apfelkuchen, mega. Die Äpfel, die werde ich mir jetzt dann, während das dann zu Ende schlägt, werde ich mir die jetzt einfach dann schälen, entkernen und in mundgerechte Würfeln schneiden. Die müssen gar nicht zu klein sein. Also die dürfen schon so, ja, 1 bis 2 cm mal 1 bis 2, also, oder sagen wir 2 mal 2 cm, na, einen. Einen mal 1 cm, würde ich sagen, dass wirklich
nur da sind, aber nicht zu groß sind. So, jetzt darf ich den Messbecher entfernen und stürze einfach mal 4 Minuten ein. Und zwar wieder auf Stufe 3,5. Und jetzt gehen wir einfach nach und nach die Eier zu. So, ihr seht, solche Stücke darf es auf jeden Fall sein. Und das Rezept eignet sich übrigens einfach auch perfekt für Äpfel aus dem Garten, die nicht so schön sind, weil viele von euch, weiß ich, haben Äpfel im Garten. Und es sind auch dann immer wieder die dabei, Äpfel, die einfach, ja, ein bisschen Würmer drin waren, was auch immer. Schneidet die aus, nehmt die her. Es gibt da bei den Äpfeln überhaupt keine Sorte, die da nicht rein dürfte oder keine Art, Hauptsache Äpfel. Und man sagt ja, an apple a day keeps the doctor away. Also ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt. Ich kenne den schon ungefähr, keine Ahnung, seit ewig. Und es hat keiner gesagt, wie dieser Apfel verpackt sein muss. Mal nur so unter uns gesagt. Und es eignen sich übrigens eben auch die Äpfel dazu, die, also ich habe jetzt zum Beispiel ein paar weichere schon gehabt. Wir haben immer Äpfel daheim, immer viele Äpfel daheim. Und dann gibt es Tage, wo man einfach mal ein, zwei Tage nicht so zum Apfelessen kommt und dann hinkt man ein bisschen hinterher und hat dann einfach ein paar von denen Äpfel, die einfach schon ein bisschen so, nicht mehr so knackig sind. Und die kommen bei mir da immer als allererstes rein. Dann ein paar knackigere, was ich jetzt noch gehabt habe. Ihr seht, einfach ein Mischmasch. So, jetzt muss ich kurz auf meinen Schummelzettel schauen, weil ich wollte euch gerade was zu der Backform sagen. Und zwar habe ich mir eine Springform. Ich schreibe euch die Maße alles unten rein, auch den Link dazu. Bodenbackpapier auf der Seite einfach ein bisschen mit meinem Backtrennmittel eingefettet. Und jetzt kommen nur die restlichen Zutaten in den Mixtopf. Und zwar haben wir nun Mehl und Backpulver. Einfach da so dazu. Dann eben die Milch. Und das Puddingpulver. Ganz wichtig. So. Deckel mal drauf. Ihr seht auch da so richtig diesen Schaum. Also das wird so, so gut. Einfach nur, ich sag's euch. Bin schon gespannt, was ihr für einen Kommentar da lasst, was ihr dazu sagt. So, Deckel drauf und das Ganze für 20 Sekunden auf Stufe 3,5 schön mischen. So, einmal mit dem Spatel nochmal alles so nach unten. Vom Rand, dann nehmt ihr den Rühraufsatz raus, klopft den auch ab und ich sage euch, dieser Geschmack, also ich freue mich, ich würde gern eure Gesichter sehen, wenn ihr es ausprobiert und dann das erste Stück davon verkostet, aber ja, das ist leider nicht so einfach, aber ich freue mich, von euch zu lesen. Dann einfach mit dem Spatel noch einmal so die restlichen Mehlflöckchen oder was da noch so da war, unterheben. Zu den Äpfeln in eine große Schüssel eben alles raus. Wichtig ist dann jetzt auch, dass ihr das Backrohr auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizt, damit es dann schön warm ist. Und der Kuchen gleich rein kann. Mit Backpulverteigen, das soll man nicht allzu lange warten, dass man die dann
backt. Worum wiederum bei Hefe ist ja das wieder was anderes. Aber in dem Fall haben wir Backpulverteig und wollen ja, dass der dann schnell in den Ofen gelangt, damit er dann flott fertig ist. So, genau. Und jetzt, wie gesagt, einmal nur Teig mit den Apfelstücken vermengen. Ihr könnt auch zuerst mal weniger Äpfel rein, das durchmischen und dann schauen, ob das für euch von der Menge Teig-Apfel, ob das Verhältnis für euch passt. Und sonst nur ein paar Apfelstücke mit reinschmeißen. Aber ich sage euch, seht ihr diese Masse? Einfach köstlich. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, als wie dass das einfach nur ausprobiert werden muss und mega gut ist. Schön alles rausholen, was da ist. Wie gesagt, der kommt jetzt für ca. 45 Minuten ins vorgeheizte Backrohr bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Macht die Stäbchenprobe, das heißt einfach, wenn die Zeit um ist oder auch schon mal noch 40 Minuten, einfach mal mit dem Stäbchen rein. Wenn das Stäbchen trocken rauskommt, ohne irgendwelche Reste am Holzstäbchen, dann ist er fertig. Ansonsten lasst es nur ein paar Minütchen, aber nicht zu lange. Und wenn es dunkel wird, im Notfall mit Backpapier abdecken und also ab in den Ofen. So, da, jetzt ist unser Kuchen fertig. Ich habe ihn abkühlen lassen und zwar so, dass ihr das greifen könnt. Gell? Dann wisst ihr einfach, das ist die Idealtemperatur. Jetzt seht ihr, er ist auch bei mir ein bisschen dunkler geworden. Passiert auch mir manchmal, aber wenn ich sage, nicht zu dunkel backen, aber er ist einfach unschlagbar lecker. Und das werdet ihr spätestens sehen, wenn ihr ihn ausprobiert. Ihr müsst ihn ausprobieren, da gibt es gar kein Drumherum. Einfach drauf los und er ist einfach so saftig und dann so mürb und durch dieses Vanillepuddingpulver und dann durch den Apfel, also ja, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie ich das Ganze. Ihr müsst es wirklich probieren. Ihr müsst es ausprobieren und drauf los, dann seht ihr genau, was ich meine. Und ich hebe euch da jetzt ein Stück raus. Und das spricht für sich einfach so gut. Er dampft noch. Und wer jetzt ganz hart drauf ist, der isst den jetzt lauwarm mit Vanillesoße. Ihr lasst mal immer so coole Kommentare da, wie ihr zum Beispiel letztens bei den Apfelkeksen, die wir vor kurzem online gestellt haben, da war das auch so, boah, ich habe die gleich probieren müssen, ich habe die nur warm gegessen mit Vanillesoße. Jetzt bringt mir jemand auf die Idee, das mit Vanillesoße zu genießen. Einfach mega, egal wie ihr es macht, ein bisschen, bisschen Staubzucker drauf oder auch nicht. Mit Sahne, mit Vanilleeis, mit Vanillesoße, pur einfach drauf los. Egal wie, lasst es mich wissen. Ich freue mich, na, was ist denn jetzt los? So, freue mich von euch zu lesen. Nicht vergessen, unter dem Video findet ihr das Rezept angepinnt. Lasst mir einen Kommentar da. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne, gerne einen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Herbstzeit. Genießt es und verkocht eure Äpfel. Also dann, bis bald, ihr Lieben.